Und damit, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Daylight. Daylight ist ein RPG-Sandbox-Game, würde ich sagen. Es geht hier größtenteils um, ja, einfach nur chillen, entspannen, ein bisschen bauen. Ich würde sagen, so ein Mittelding zwischen Starbound und Minecraft ist da schon mit drin. Ist schwer zu sagen. Wir gehen einfach mal ins Spiel, wir gucken uns das an. Ich habe die ersten paar Minuten schon gespielt, einfach nur mit der Steuerung klarzukommen, ne? Und wir gucken uns das jetzt mal an, ja. Und es wurde gebeten, dass ich mal wieder die Facecam anschalte, deswegen dachte ich, hey, ich entspanne hier. Ihr könnt mir in mein entspanntes Gesicht gucken, währenddessen ich hier spiele. Und ja, wir legen einfach mal los. Ein neuer Tag beginnt. Es gibt so viel zu tun. Zuerst sammle ich einige Beeren von den Sträuchern am See. Dafür habe ich erstmal 5 Minuten gebraucht, in meiner Testaufnahme, diese Beeren überhaupt zu finden. Sammle 2 Beeren von den Sträuchern nahe dem See. Okay, also wir befinden uns hier auf einem sehr, sehr winzigen Planeten und ich weiß nicht, ob alle Planeten so sind oder ob es nur mein Heimatplanet ist oder ob ich mich woanders drauf bauen kann. Das hier sind auf jeden Fall die Beeren. Ich habe 2 Minuten gespielt und bereits den ersten Bug entdeckt. Wenn ich mich auslogge, also wenn ich jetzt ins Hauptmenü gehe und wieder zurückkomme, sind die Beeren wieder da. Auch wenn da steht, dass sie in 5 Minuten respawnen. Ich habe nur ein paar sammeln können. Ich sammle ein andermal wieder, um mehr zu holen. Wir kriegen Besuch. Achtung, Sternpatrouille. Moon hier. Und auf Aufklärungsmission. Sie heißt Moon, wie Mond. Ich bin im Moment auf einem seltsamen kleinen Planeten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es scheint unbewohnt zu sein. Ja, also wir können hier alle 5 Minuten Beeren sammeln. Ich weiß nicht, was die Anzeigen links bedeuten. Ich habe hier, glaube ich, eine Erfahrungsbalken. Und mehr weiß ich nicht. Und hier ist ein Fliegenpilz. Es wird rot. Tag- und Nachtwechsel. Bin ich hell genug? Weiß ich gar nicht. Bin ich zu groß? Soll ich mich kleiner machen? Ich mache mich mal ganz kurz kleiner. Ich wirke halt ein bisschen groß. Ich mag das nicht, wenn man so meine große Fresse sieht. Meine hässliche. Ich alte Schabracke. Ich bin heute 30 geworden. Also für euch. Vorgestern? Sonntag. 30. Naja. So, wir haben hier ein kleines Zeltchen. Und ja, wir müssen jetzt die Troller suchen. Was auf diesem kleinen Planeten anscheinend nicht so leicht ist. Wo ist die denn? Wir haben hier auch komische Pfeile und ich kann nicht nach oben gucken. Ach da. Okay. Hey. Hallo. Hallo, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich dachte, hier wäre niemand. Ich lebe alleine hier. Ich heiße Arco. Ich bin Moon, Entdeckerin bei der Sternpatrouille. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Planeten. Was du nicht sagst. Er heißt Dayland. Dayland? Er scheint nicht auf dem Radar. Es ist fast, als sei er aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, ich sehe. Du hast dich hier niedergelassen. Du scheinst ein sehr praktischer Junge zu sein. Ich bin sicher, dass du Dayland zu einem sehr angenehmen Wohnort machen wirst. Ich helfe dir. Zuerst musst du Obst und Gemüse anpflanzen und ernten, damit du keinen Hunger leiden musst. Das ist eine tolle Idee. Ich hatte es schon satt, immer nur wilde Beeren zu essen. Schau, ich zeige dir, wie man eine Hacke herstellt. Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Du hast Rezept für Hacke hergestellt. Neue Mission, Hacke. Wie wäre es mit einer Hacke, um den Boden zu bearbeiten? Sprich dann noch einmal mit Moon. Okay, dafür müssen wir zu unserem Zelt. Und das war die letzte Aktion, die ich in meiner Testaufnahme gemacht habe. Wir können jetzt hier eine Hacke herstellen. Tada! Jetzt haben wir eine Hacke, jetzt kann ich hier umschalten und dann hacken. Weiter habe ich auch nicht gespielt. Ich weiß, ich habe das... Nutzpflanzen. Ja, okay, das hier sind also die Dingenskirchens, wo wir die Samen reintun können. Sehen. Aber wir haben keine Pflanzensamen. Ich kann hier den Planeten angucken mit Y. Also so wirklich viel ist hier noch nicht. Hier in diesem Stein ist ein Loch. Also ein Riss. Hm. Und was das ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann man damit auf andere Planeten reisen. Oh, da ist noch ein Pilz. Na gut, gehen wir erstmal zu der Troller. Und dann gucken wir mal, ob es hier irgendwie auch ein Hungersystem gibt. Weil wir haben einen roten Balken und einen blauen. Und der rote ist mein Leben, klar, aber der blaue... Mana? Keine Ahnung. Hey. Moon, ich habe eine Hacke hergestellt.
Toll! Wie ich sehe, bist du sehr geschickt. Ja, natürlich. In der Nähe der Ebene, wo du dein Zelt hast, sieht das Land fruchtbar aus. Hier, pflanze diese Karottensamen dort an. Vielen Dank, ich komme bald zurück. Lege mit der Hacke ein Karottenfeld an. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dieses Spiel irgendwie ein Ende hat. Ich werde es einfach nach eigenem Ermessen spielen und irgendwann sagen, ja, nö, kein Bock mehr, Leute. Sucht euch jemand anderen. So. Jetzt kann ich mit der Hacke allerlei Samen auf dem Planeten pflanzen. Ich suche einen Ort in Wassernähe, um zwei Pinienkerne zu pflanzen. Benutze die Hacke, um zwei Pinienkerne zu pflanzen. Aber kann ich später ein Beet selber herstellen? In der Nähe des Wassers. Ja, ich habe doch hier jetzt Karotten drin. Ich muss einen weiteren Brunnen bauen, damit ich mehr Land bewirtschaften kann. Ja, aber. Willst du mich verarschen? Soll ich jetzt 7 Minuten lang warten oder was? Ich kann schlafen. Schlafen. Überspringen wir damit die Zeit? Was bringt Schlafen? Außer, dass es irgendwie wieder Tag ist. Ne, sind immer noch 7 Minuten. Alter, ich hab geschlafen, die Zeit ist vorbeigegangen. In der Nähe des Wassers. Oh, da liegt eine neue Beere. Nice. Hey! Ich muss einen Brunnen bauen. Was ist das? Ein Fisch. Wow. Ich liebe es zu angeln, aber zuerst muss ich eine Angelrute herstellen. Ein einziger Fisch drinne. Vielleicht musste ich ja nur einen sammeln. Ups, weggeklickt. Gut gemacht. Viele wirtschaftliche Erzeugnisse sind essbar und helfen dir, keinen Hunger zu leiden. Moon, ich möchte lernen, wie man Dinge herstellt. Natürlich, in diesem Fall wäre es gut, wenn du einen eigenen Hammer hättest. Er ist auch nützlich, um Steine zu brechen. Ich erkläre dir, wie es geht. Also los, ich folge deinen Anleitungen. Rezept Hammer, neue Mission, stell einen Hammer her. Okay. Zum Glück ist mein Bettchen gleich hier vorne. So, sperren. Keine Ahnung, vielleicht kann man nur einen haben. Ich hoffe, es gibt mehr als das, was hier angezeigt wird. Was ist das? Werkstatt? Okay, wir haben jetzt einen Hammer. Ah. Mit X können wir Sachen bauen. Ach, oh. Oh, ja, okay. Ich kann das hier direkt anpflanzen. Er wollte ja die Piniendinger haben, ne? Ah, wir brauchen eine Wasserquelle in der Nähe. Ah, jetzt ergibt alles Sinn. Okay. Aber das ist doch kein Beet. Das ist ein Beet. Egal, wie lange dauert das? Eine Minute, das ist ja gar nichts. Ich habe immer noch welche. Pflanzen wir hier erstmal ein paar an. Gut gemacht. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bäume wachsen, um mehr Samen zu bekommen. Für Holz. Ah, klar, logisch. So. Easy. Kann ich die Karotte hier auch irgendwie anpflanzen? Ah, diese Samen kannst du nur auf einem Feld mit fruchtbarem Boden anbauen. Ah. Aber die Beeren kann ich hier anpflanzen, ne? Sehr schön. Also, wie cool. Es hat was. Und ich muss meine Kamera unbedingt dahin stellen, wo ich immer hingucke. Ich weiß nicht, warum ich immer in diese Richtung gucke. Hatte ich damals da meine Cam? Ich weiß es nicht. Ihr seid da oben, nicht da. So, okay. Weizen kann ich. Ne, Weizen auch nur fruchtbar wohnen. Aber wir haben ja ein paar Beeren. Pflanzen wir hier ein paar Beeren an. So. Hoffentlich wird das nicht zu chaotisch. Gut, wir haben jetzt einen Hammer hergestellt. Was nu? Ich drücke das erste Mal weg. Gut gemacht. Mit der Zeit wirst du immer besser darin, Gebilde zu bauen. Schau, ich zeige dir, wie man ein Lagerfeuer baut. Es ist ganz einfach. Lagerfeuer. Aber ich habe nicht genug Holz. Das stimmt. Ich habe auch kein Holz mehr für dich übrig. Was machen wir da? Es sieht aus, als müssten wir einfach ein paar Bäume fällen. Rezept für Axt. Stelle eine Axt her, um Bäume zu fällen. Ich wette, sie hat mir Holz für diese Axt gegeben. Ja, zwei Holz. Willst du mich verarschen, Troller? Oh, ich habe nicht genug Material. Mir fehlt Stein. Aber mit dem Hammer können wir ja Stein organisieren. Ach, guck mal, hier sind Bäume. Ich muss gar nicht warten, bis die wachsen. Zertrennen. Wieso zertrennt man Steine? Ich frage mich, ob die Steine unendlich hier sind. Wir werden es irgendwann herausfinden. So, jetzt haben wir ein paar Steine. Ich kriege auf jeden Fall XP. Und ich glaube, der blaue Balken ist mein Hunger.
Hey, was für ein Glück. Ich habe meine Mineralien im Gestein gefunden. Gut zu wissen. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit anfangen sollen, aber naja. So, was war das denn gerade? Habe ich irgendwie Kerne eingesammelt? Hä? Okay, den kann ich auch nicht schlagen. Aber den Stein hier, der gefällt mir nicht. Ich hasse die Steine, du bist eklig. Erstmal schön den Planeten aufräumen. So. Okay, ich muss sagen, ist entspannt. Ich bin auch überlegen, meinen Stuhl hier auszutauschen, nur für dieses Let's Play. Ich habe ja jetzt zum Geburtstag von Reggie einen Sitzsack bekommen, den ich mir schon immer gewünscht habe. Der steht da jetzt. Aber ich habe ihn noch nicht genommen, weil ich noch keine Erfahrung damit gesammelt habe beim Aufnehmen. Eventuell ist der ungemütlich beim Aufnehmen, ich weiß es nicht. Weil man muss ja auch die ganze Zeit irgendwie. Oh, cool. Ach, die wachsen. Ah, immer so prozentual, okay. Ja, ich habe halt noch keine Erfahrung damit. Kann sein, dass es halt ungemütlich ist, weil man da halt keine Lehne hat, so wie hier. Wobei ich mich hier auch nicht anlehne, ne? Oh, der Stein ist weg. Gut. Eine Axt, bitte. Und schon haben wir eine Axt und fällen die Bäume hier einfach weg. Hä? Ne, nicht wirklich viel Holz, ne? Ich bin übrigens sehr froh, dass die Nacht hier ziemlich hell ist. In Survival Games ist es ja meistens so, dass die Nacht ein bisschen dunkler ist, was ein bisschen kacke sein könnte. So, wir haben hier noch Gräser. Ich wette, damit können wir auch noch irgendwas anfangen. Irgendwas. So, wir haben Holz gesammelt. Was nun? Moon, ich habe meine Axt. Super, aber vergiss nicht, das Gleichgewicht zwischen den Bäumen, die du pflanzt und den Bäumen, die du fällst, aufrechtzuerhalten. Hier, nimm ein paar extra Samen. Danke. Okay. Ich brauche ein Lagerfeuer. So kannst du in kalten Nächten warm bleiben. Jetzt kannst du Materialien beschaffen. Mit dem Hammer brichst du Steine und mit der Axt erhältst du Holz. Das kriege ich hin. Neue Mission, baue ein Lagerfeuer. Wisst ihr, was ich an Tutorials nicht mag? Tutorials. Keine Ahnung. Ich meine, irgendwo muss ich ja die Sachen erlernen, die ich hier mache. Oh cool, meine Mineralien. Aber ich finde ehrlich gesagt Tutorials immer. Ich bin erschöpft, ich muss mich ausruhen. Ach, das ist meine Energie. Habe ich also keinen Hunger? Gibt es kein Hungersystem hier? Doch, da oben. Ah, okay, ich sehe schon halb Hunger und ich bin müde. Ja, gut, dann schlafen wir erstmal ein bisschen. Ich weiß nicht, ein Spiel fängt für mich erst an, wenn das Tutorial vorbei ist. Oh, Level 2. Kraft erhöht die körperliche Angriffskraft. Beweglichkeit erhöht die Geschwindigkeit und die Abwehr von körperlichen Angriffen. Also hier wird es auch ein Kampfsystem geben. Wir gehen auf Kraft erstmal. Wir sind das. So, wir sind jetzt ein kräftiger Bursche und wir bauen jetzt auf jeden Fall unser Lagerfeuer. Lagerfeuer. Ja, hier schön vor unserem Zuhause, ne? Steuerung ist noch ein bisschen seltsam. Es ist fertig, ich sollte es anzünden. Verbrauche ich ein Holz? Zwei Holz. Wow, man kann die Hitze spüren. Es ist schön, am Lagerfeuer zu sitzen. Mit der Fackel kannst du Feuer transportieren. Aber sei vorsichtig, Feuer kann sehr zerstörerisch sein. Oh, Feuer ist gefährlich, das werde ich nicht vergessen. Muss ich erstmal mit der Hand reinhalten. Du hast ein neues Rezept gelernt, Fackel. Erkunden wir den Planeten. Ich würde gerne sehen, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Auf dem Hügel ist ein Gebilde. Komm, ich zeige es dir. Neue Mission, nimm Moon mit, um das Gebilde auf dem Hügel zu untersuchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Balken war. Leben? Ich habe auf jeden Fall nicht so viel Energie, wie ich eigentlich haben möchte. Hallo? Mein letzten Auftrag noch nicht beendet. Das Gebilde. Möchtest du dieses Gebäude ausbessern, damit es das nächste Level erreicht? Metall, Holz und Stein. Okay. Hier ist es. Moment mal. Laut meinen Daten handelt es sich hierbei um einen alten Altar, einen Kristallaltar. Wenn ich wieder im Basislager bin, suche ich nach weiteren Informationen. Schau mal, Moon, mein Anhänger leuchtet anders. Monster, mach dich bereit für einen Kampf. Neue Mission, besiege die Monster. Ich habe doch keine Waffe. Sind das die lila Dinger da? Ist ein kleines Mini-Monster. Ah, okay, ich kann mit dem Hammer zuschlagen. Sie hat eine Pistole!
Noch so ein geiles Viech. Ah, ich verliere voll viel Leben. Schleim. Ich will auch eine Pistole haben. Uff. Das hast du gut gemacht. Vielleicht kann ich dich eines Tages mit auf andere Abenteuer nehmen. Das wäre toll, Moon. Ich muss jetzt gehen. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Mein Loot! Danke für den Besuch, komm wieder. Natürlich. Kümmere dich währenddessen um Dailand und verteidige es gegen die Monster. Das werde ich. Guter Junge, bis zum nächsten Mal, Arco. Ist das Tutorial damit vorbei? Cool. Ich finde es faszinierend, oder fliegt sie gerade weg? Ich finde es faszinierend, dass wir den Altar verbessern können, obwohl wir nicht wissen, was es ist. Du hast ein neues Gebilde freigeschaltet. Brunnen, cool. Es wird bald regnen. Regenwasser hilft den Bäumen und Nutzpflanzen schneller zu wachsen und Früchte zu tragen. Wenn ich einen Brunnen baue, kann ich Regenwasser für trockene Tage aufbewahren. Ah, okay. Sollen wir erstmal ein bisschen Stein. Und ich habe langsam Hunger. Sollten wir mal was futtern. Ich glaube... Wie komme ich in mein Inventar? Ne, zu 39%. Okay. Zünde eine Fackel im Lagerfeuer an, verbessere dein Zelt aus und baue ein Haus mit der Werkstatt. Okay. Das sind meine derzeitigen Aufträge. Mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. Ich sammle noch ein bisschen Stein. Muss auf jeden Fall bald auch schlafen gehen. Oh, ich habe Metall gefunden. Das heißt, wir können den Altar definitiv schon mal verbessern. Also nicht jetzt sofort, aber demnächst bald so. Okay. Essen. Ich würde gerne... Das ist meine letzte Karotte. Es wäre keine gute Idee, sie zu essen. Ich sollte sie lieber anpflanzen. Immerhin, hier kriegt man hier einen Tipp. Sehen. Ich muss jetzt mal einen Brunnen bauen. Oh, da regnet es. Oh, guck mal. Wie cool. Ja, und die Samen sammeln wir natürlich auch ein, weil wir müssen natürlich neue Bäume herstellen irgendwann. Nein. Oh Gott. Ich kann es kaputt machen. Und ein weiterer Pilz. Okay. So. Karotten. Cool. Ernten. Tada. So. Jetzt haben wir 4 Karotten. Oh, ich habe Brot. Ziehen wir uns das Brot rein. Drücke die Y-Taste, um den Landeplatz auszuwählen. Ahnung. Hier, lande da. Spaß. Zertreten. Achso, ich hab's jetzt automatisch... Zertrennt steht da. Übrigens, habe ich gerade automatisch den Hammer ausgewählt. Auf jeden Fall, sie ist zurück. Ich möchte gerne noch ein Brot essen. Dann pflanzen wir hier was. Möchtest du ein? Ich will mein Feld noch nicht verbessern, aber gut zu wissen, dass es geht. So, die Karotten hier einpflanzen. Einen Brunnen möchte ich bauen. Ach Gott, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Brunnen. So, den Brunnen stellen wir mal hier so hin. Ich hoffe, das reicht von der Entfernung her. 3 Wasser. Und dann pflanzen wir hier Karotten. Was? Ich bin so erschöpft. Ach. Junge, hör auf rumzujammern, ey. Wie so ein kleines Baby. Ich bin müde. Ich will nicht kommen. So. Oh, der Besucher haut gleich ab. Hey. Hallo, Arco, wie geht's? Oh, ich kann sehen, dass es gut läuft. Die Sternpatrouille ist sehr an deinem kleinen Planeten interessiert. Der Supercomputer Wiese X... hat mit der Verarbeitung der Daten begonnen, aber er braucht mehr Informationen. Deshalb habe ich einen Sensor mitgebracht, um Daten über Dailand zu sammeln. Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind. Der Sensor ist batteriebetrieben, aber du musst sicherstellen, dass er sich während der Messung nicht ausschaltet. Lasse ihn bis zu einem bis zu meinem nächsten Besuch laufen, damit wir gültige Daten sammeln können. Okay. Wenn die Batterie beinahe leer ist, ist ein Warnsignal zu hören. Dann musst du schnell die Kurbel drehen. Beginne Daten zu sammeln. Sorge dafür, dass der Sensor eingeschaltet bleibt, um eine gültige Messung des Zustands des Planeten hinzukriegen. Dann muss ich hier jedes Mal hinlaufen. Wo weiß ich wie viel... Egal. Vielleicht reicht einmal drehen, ich weiß es nicht. So, sehen wir ein paar Karotten. So... Einen weiteren Brunnen. Der Brunnen ist nicht nah genug dran, ja dann...
Brauche ich halt noch einen Brunnen. Drei von drei. Wasser holen. Man kann Wasser holen. Wofür auch immer. Aber ich sehe, da hinten sind Bären fertig. Wir gehen mal kurz hin. So, und um den Brunnen herum werden wir jetzt ein paar Bäumchen... Oh, nee, das ist noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ich muss mich sofort darum kümmern. Aber ich muss doch hier auf den Typen aufpassen. Ich kann auf die Karte gucken, wo die sind, ne? Okay, ich habe mich gerade für einen Gegner gehalten, aber... Ansonsten sehe ich hier ehrlich gesagt nichts. Hey, hier sind gar keine Gegner. Ach, da. Okay, hinter meinem Zelt. Muss erstmal mein Zelt finden. Tick dies, Bösewicht. Oh, was für eine Range ich habe. Aber oh, ich hätte gerne irgendwie noch ein Schwert oder so. Dankeschön, ein Schleim. Das organisieren wir uns auch gleich mal. So. Essen kann man nie genug haben, ne? Achso, 27 Sekunden. Irgendwann mache ich die Sträucher damit noch kaputt, ich sag's euch. Gut, müde bin ich nicht. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich hätte es gerne irgendwie, dass man von Weitem sehen kann, wie weit die sind. Und hier bauen wir jetzt ein paar Bäumchen hin, würde ich sagen. Ne? Hier so und so. Die Frage ist, verbrauche ich jetzt dadurch ein Wasser oder tue ich es nicht? Tue ich nicht. Verstehe nicht, was das mit dem Wasser zu tun hat, wenn das Wasser nicht weggeht. Wozu kann ich das Wasser wegtragen? Egal. So, wir brauchen auf jeden Fall Bäume für Holz. Von daher pflanzen wir einfach mal ja alles voll. Alles voll, Freunde, alles voll. So, zack. So gehen uns die Bäume nicht so schnell aus. Ich komme mit der Steuerung noch nicht klar, ey. Batterie 76%, 75%. Ist doch easy, also. Jetzt sehe ich es da oben rechts. 100%. Aber 21%, okay. Besucher. Huch, wer bist denn du? Ja, ich hab noch keinen richtigen Landeplatz. Falls es sowas gibt. Okay, das hört sich schon mal sehr unheimlich an, Freunde. Wir erfahren morgen, was es mit diesem Besuch auf sich hat. Und ich sehe da tatsächlich noch die Markierung, die wir gesehen haben. Weiß ist Zuhause, gelb ist Besucher, blau ist Mission und lila sind Feinde. Haut rein, ciao.